Auf der Reitanlage des PSV Roggenburg wird sich nicht nur um die Pferde gekümmert. Auch die Pflanzen und Insekten auf dem Grundstück werden gepflegt. Denn seit 2,5 Jahren gibt es hier einige Projekte für Nachhaltigkeit, Biodiversität und Umweltschutz. Unser Herzstück ist eben dieser ökologische Lehrpfad. Da sind insgesamt 12 Stationen geplant. Da waren wir letztes Jahr und auch jetzt schon Anfang dieses Jahr schon ziemlich fleißig und haben einiges gebaut und aufgestellt. Und ein paar Stationen müssen eben noch gemacht werden. Also zu den 12 Stationen gehört zum Beispiel diese Blühwiesen, dass wir zwischen den Koppeln und wir haben 3 Südhänge hier Blühwiesen angepflanzt haben, auf denen sich Bienen, Hummeln, andere Tiere, Schmetterlinge wohlfühlen, die dann eben wieder für mehr Biodiversität sorgen. Und das nächste war das Insektenhotel, das natürlich sehr gut dazu passt. Neben den zahlreichen Projekten wird sich auf dem Hof auch darum gekümmert, den 260 Kindern, die hier täglich trainieren, etwas mitzugeben. Durch kleinere Aktionen, die sich ganz einfach in den Alltag am Hof integrieren lassen, soll Bewusstsein für die Thematik geschaffen werden. Das andere war, dass wir gesagt haben, wir wollen plastikfrei, soweit es geht, werden. Das ist nicht ganz möglich. Also das ist schon ein schwieriges Unterfangen, aber wir haben eben geschaut, dass die Kinder die Getränke in wiederverwendbaren Flaschen mitbringen, dass wir selber nur, wenn dann Glasflaschen haben, die eben dann auch wiederverwendet werden können und dass zum Beispiel auch diese Leckerlis in wiederverwendbaren Dosen mitgebracht werden und jetzt nicht Leckerlis in extra Plastikbeutel verpackt werden. Bei all den laufenden Projekten rückt jedoch auch das Wohl der eigentlichen Tiere am Hof, den Pferden, keinesfalls in den Hintergrund. Und das dank des Engagements ganz besonderer Helferinnen und Helfer. Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass hier im Pferdesportverein Roggenburg sehr viele Trainer und Trainerassistenten sind, die alle ehrenamtlich hier tätig sind und auch gern tätig sind. Wir sind eine tolle, große Gemeinschaft und das macht es uns auch möglich, dass auch unsere Tiere bis zum Lebensende hier bleiben können, weil keiner hier jetzt damit seinen Lebensunterhalt verdienen muss, zum Glück, und das jeder als Hobby macht und wir so eben auch unsere Rentnerpferde, wie zum Beispiel auch unseren Johnny, der auch schon über 30 ist und gern durch den Lehrpfad führt, bis zum Lebensende behalten können. Bevor die Reitanlage gebaut wurde, fand alles rund um die Pferde 17 Jahre lang im Freien statt. Die Verbundenheit zur Natur ist beim PSV Roggenburg also keine Neuheit, sondern tief in der Vereinshistorie verankert.